Für den guten Zweck fanden am letzten Samstag Jung und Alt zusammen, um das Freundschaftsspiel zwischen den Young Folks, dem Flüchtlingsteam der Jungen Volkshilfe und dem Toni Polster Legendenteam zu unterstützen. Das Spiel fand im Rahmen der Saisonabschlussfeier des Wiener Stadtligameisters SC Wiener Viktoria statt. Der Verein ist für seine sozialen Aktivitäten bekannt und wird deshalb oft mit dem deutschen FC St. Pauli verglichen. Also den Vergleich hört man immer wieder. Das wäre ein schöner Weg, den wir gehen wollen. Das dauert noch ein paar Jahre. So viel können wir versprechen. Es wäre schön, irgendwann einmal den Status von St. Pauli zu erreichen. Wir sind ein Verein mit offenen Grenzen für alle Nationen, für Kinder, für Erwachsene jeden Alters. Und bei uns sieht man eigentlich die ganze Woche, dass wir dieses Thema sehr schön abdecken können. Man erkennt die Grenzen bei uns einfach nicht, bei den Spielern, bei den Kindern, bei den Funktionären. Und das ist ein Ding, das wir eigentlich die ganze Woche und das ganze Jahr unter Beweis stellen können. Das gesammelte Geld soll den jungen Asylwerbern zugutekommen und die Erhaltung der Fußballmannschaft ermöglichen. Das Wichtigste ist, dass sie rauskommen aus dem Haus. Sie sind bei uns eigentlich nicht beschäftigt, sie dürfen nicht arbeiten gehen. Bis die Deutschkurse angefangen haben, hat es eine Zeit lang gedauert. Nur das Fußballspielen haben sie einen Fixpunkt in der Woche, wo sie rauskommen. Hier ist es ihnen möglich zu zeigen, was sie können und positive Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erlangen. Weil ganz einfach der Sport die einzige Chance sein kann für Flüchtlinge, um zu beweisen, dass sie das, was sie machen, nämlich Sport zu treiben, vielleicht besser machen und dadurch Freunde, Förderer oder gar eine Existenz gewonnen werden kann. Ja, ich denke, es ist eine schöne Sache und unsere Legenden werden sich ins Zeug legen, um die andere Mannschaft zu besiegen. So einfach war es dann doch nicht und die Young Folks besiegten die Polster-Legenden mit 4:2. Das Ergebnis sollte jedoch zweitrangig bleiben, denn der eigentliche Gewinner war der soziale Gedanke, der heute im Vordergrund stand. Und das ist ein Signal an die Flüchtlinge, das ist ein Signal an die eigene Bevölkerung und ein Signal an die Politik. Und das ist durchaus positiv. Also da gibt es eigentlich nur Gewinner. Und dementsprechend denke ich auch, dass sich die Flüchtlinge hier auch sehr wohlfühlen. Und dass es nicht darauf ankommt, wo man herkommt, sondern wie es da drinnen ausschaut. An Herz fehlt es der Wiener Viktoria mit Sicherheit nicht. Ich finde es super, weil Sport ist ein wichtiger Beitrag für die Integration. Und dort kann das auch wirklich gut gelebt werden. Und ich finde es sehr schön, wenn sich die Leute in den Dienst der guten Sache stellen. Ich möchte sagen, dass ich sehr glücklich bin, da dies eines der besten Spiele ist, an dem ich teilnehmen darf. Ich hoffe, dass ich mein Bestes geben kann und Spaß haben werde. Der Tag war ein großer Erfolg und lässt in Zukunft auf vergleichbare Events hoffen.